OneQuest Katara 16. Das ist mein neuer Rucksack, mein neuer EDC-Rucksack, den ich im Test habe. Und wenn du wissen willst, was das Teil kann, dann bleib dran. Und auf der René Osman, schön, dass du wieder mit dabei bist. Katara 16 OneQuest. Als ich das Teil bekommen habe, habe ich mir gedacht, irgendwie schaut das aus wie im Expedition. Sind die irgendwie miteinander verwandt oder so? Mag sein. Ein kleines, leichtes, extrem gut verarbeitetes Teil. 16 Liter. Und das ist halt sehr modular aufgebaut. Ich glaube, dass das insgesamt von der Verarbeitung her absolutes High-End ist. Vielleicht irre mich. Schreib mal einen Kommentar, wenn du das anders siehst. Und übrigens, mag dich gleich bitten, dem Video Daumen nach oben zu geben. Das ist gut für mich und da bedanke ich mich einfach. Nur danke dir. Aber zurück zum Rucksack. Cordura, extrem gut verarbeitet. Allein der Griff hier, das ist so eine ganz andere Liga. Noch was. Ich habe den noch nicht getragen. Ich werde den ab heute in mein Rucksacksortiment aufnehmen. Und wenn du mich kennst, weißt du, ich renne immer mit einer Tasche herum. Ja, ich bin nicht ganz normal. Ich habe immer irgendeine Tasche mit dabei. Und jetzt, aha, da ist so ein Sack rausgefallen, das werden wir dann natürlich aufheben, werde ich den hier ausgiebig testen. Ich weiß noch gar nichts. Ich habe wirklich keine Erfahrung, aber vielleicht hast du eine, dann schreib einen Kommentar. Hier hast du ein Fach, da könnte zum Beispiel ein Tablet reinpassen, ein iPad. Da oben ein kleiner Schlauchfall dazu für einen Schlüssel. Ist ganz, ganz nett. Übrigens, wenn du dieses Teil gut findest, Preise und technische Daten geben willst, gebe ich da unten den Link zur Kaufmöglichkeit, wo du das schöne Teil beziehen kannst. Hier eine Netztasche. Und was halt schön ist bei dem Rucksack, du kannst ihn komplett aufmachen. Das kann ein Nachteil sein, aber auch ein Vorteil. Und du hast jetzt wahrscheinlich vorher gesehen, dass ich da herumgefummelt habe. Da sind zwei auf beiden Seiten solche Teile da eingebaut. Und ich mutmaße, dass das dazu da ist, dass dir der Rucksack nicht auffällt. Dass er sozusagen auch ein Toploader sein kann. Natürlich nie im selben Maßen wie ein Toploader. Aber nur damit du weißt, ich glaube, dass das dafür gedacht ist, dass das noch einmal ein extra Schutz ist, dass er nicht aufgeht. Glaube ich eher nicht. Das Ganze ist hier noch einmal mit Netztasche klein und Netztasche groß ausgestattet. Mit dieser großen Netztasche, die kannst du auch komplett aufmachen. Das hier ist so ein Flauschi-Bauschi. Das heißt, auch hier kannst du zum Beispiel modulare Teile reingeben. Das ist jetzt der Patch, ich weiß schon. Auch von Tasmanian Tiger. Ja, Tasmanian Tiger. Da gibt es ja auch solche Glättteile, die man drauf poppen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine gute Möglichkeit ist, um dieses modulare, um die modulare Ausrüstung, die du vielleicht schon von TT oder anderen Herstellern hast, einzusetzen. Dann wieder Glätt drauf und Sache ist erledigt. Seitlich gibt es hier solche Gummizüge und da sind auch kleine Öffnungen. Schau mal hier, einmal hier und einmal da, um längliche Gegenstände einzuführen. Ja, was das sein könnte, keine Ahnung, schreib mal einen Kommentar. Mein Messer ist es auf jeden Fall nicht, das geht sich nicht aus. Also es muss irgendetwas Schlankes sein. Also der Bushcraft Beaver, besonders mit integrierten Feuerstahlhalter, der geht sich da nicht aus. Ist einfach so, aber soll so sein. Gut, zurück zum Thema. Bin ich keine Übung? Darf das sein? Es muss sein, tut mir leid. Hier hast du auch noch die Möglichkeit, seitlich zuzugreifen. Das heißt, du musst diesen oberen Glättstreifen nicht aufmachen, sondern könntest jetzt hier seitlich aufmachen und auch das ist möglich. Wenn du den Fuchsi bellen hörst, das liegt jetzt nur daran, dass wir hier im Buschkraftareal jetzt Kühe herumlaufen haben, hier an dem Platz, und die machen ihn irgendwie ein bisschen nervös. Ich verstehe ihn, aber soll es so sein. Auch hier hast du die Möglichkeit, ein Glätt aufzubringen. Also ich packe jetzt wieder Patch drauf. Also auch hier gibt es die Möglichkeit, Modularsystem anzubringen. Hier in diesem Bereich nicht. Das ist aber gepolstert. Also das ist irgendein Kunststoffteil drinnen. Hörst, also da ist wirklich mitgedacht worden. Also ich muss schon eines sagen. Ich kenne die Marke nicht. Ich habe keine Erfahrung damit. Wie gesagt, ich habe null Erfahrung damit. Außer, das stimmt nicht ganz, ich habe ein Erste-Hilfe-Taschel von denen. Ja? Aber sonst habe ich keine Erfahrung mit denen. Aber was ich jetzt so mal mitbekomme, gefällt mir das schon. Du könntest hier versperren, da ist auch der dazugehörige Mechanismus vorgesehen. Und dann gibt es hier noch eine Tasche. Ja? So. Die schaut jetzt so aus. Ja, ist eine kleinere Tasche mit einer Netztasche im Frontbereich, dann ein großes Schubfach, dann 4 Flexi-Cords. Ja, auch hier kann man Ausrüstung einbringen. Es ist so gemacht, dass es nicht komplett runterfällt. Das heißt, Kleinteile, die du vielleicht hier in diesem unteren Bereich, die da runterfallen, haut es dann nicht gleich, wenn du die Tasche aufmachst, entgegen. Auch das ist gut. Und
diese Öffner hier, das ist überall, ist genau so gemacht, dass du mit dem Zeigefinger oder mit einem anderen Finger rein kannst. Daumen geht sich der Daumen aus, mein fetter Daumen geht sich nicht aus, vielleicht deiner schon, aber dass man das schnell aufmachen kann. Also du brauchst es nicht packen, sondern du ziehst es einfach. Ist das gut? Musst du entscheiden. Dann hier vorne natürlich auch eine Klettfläche. Ja, ich packe immer das K4, das Knives 4 Logo drauf. Ich bin halt ein billiger Eigenwerbetyp. Ist so. Dann hier noch ein Fach. Das geht wieder komplett auf. Ja, das geht komplett auf. Hier großes Fach, Schlüsselanhänger, zwei Fächer, hier eine Netztasche. Das war's. Aber auch hier, mich erinnert das auch so ein bisschen an das Assault Bike. So ungefähr, ungefähr, ungefähr. Ja, außen. Hier gibt es Lasercut-Molle, hier, auf diesen Bereichen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das hier jetzt Sinn machen wird, aber es... Ja, das, hast du das gehört? Dieses Mu, das macht meinen Hund komplett nervös. Der glaubt, dass da irgendwelche Viecher da sind, die ihn fressen wollen, aber so ist er. Ich habe den nur, weil er meine mobile Alarmanlage ist. Der ist genauso wie ich, so ein bisschen paranoid, immer ein bisschen aufpassen, vielleicht doch, ja. Soll so sein. Hier würde ich nichts anhängen, bei den Teilen, das ist dafür nicht gemacht. Das ist ohnehin ein kleiner Rucksack. Ist die Frage, ob das hier wirklich Sinn macht. Musst aber du für dich selbst entscheiden, ob du hier Ausrüstungsgegenstände noch anbringen willst. Es würde auf jeden Fall gehen. Auch hier unten, das finde ich sehr gut, das finde ich wirklich großartig. Das finde ich pipi fein. Dass hier noch einmal zwei Reihen an Schlaufen sind, jetzt nicht unbedingt Molle, aber wenn ich den wirklich wollte, könnte ich mir hier Riemen durcharbeiten und mir dann da unten noch was dazu hängen. Und der Punkt ist, ich erzähle jetzt einfach mal. Wenn man Tasche designt, hat man vielleicht eine gewisse Idee und sagt, für die Tasche ist es nicht sinnvoll, da unten einen Rucksack dazu zu geben. Einen Schlafsack oder eine Rollmatte oder sowas dazu zu geben. Und sage ich, das ist ein EDC-Rucksack und der soll genau das können und genau das und fertig. Das mag sein, aber vielleicht gibt es irgendjemand auf dieser Welt, der genau das braucht. Und das hier da unten anzunähen, das ist nicht der große Preistreiber und das ist halt multifunktional. Braucht man es? Ich bin mir sicher, es wird viele Leute geben, die das nicht brauchen. Aber der es braucht, sagt, Gott sei Dank hat es ja gemacht. Nur so als Idee. So. Ja, ich rede immer. So. Was ich noch nicht gecheckt habe, ist das hier. Ich habe mir das ehrlich gesagt vor dem Video noch gar nicht angeschaut. Oder was ist denn da los? Da kann man. Aha, das ist für die Trinkblase. Ich hasse Trinkblasen. Ne? Das ist für die Trinkblase und. Was ich da jetzt auch sehe, nein. Warte mal ganz kurz. Nein. Echt? Ich habe keine Erfahrung. Ich habe ja vorher keinen Review angeschaut. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du kannst das hier aushängen. Na, echt jetzt? Das kann ich aushängen. Das ist so cool. Das kann ich abklippen. Ich kann jetzt hergehen und kann aus dem hier, warum auch immer ich das wollte, aber ich könnte es. Das Tragesystem, lass mal fallen. Dann die Teile kann man sicher da verstecken, eh ganz klar. Wie gesagt, ich weiß, ist das dafür gedacht, dass man den Rucksack an einen anderen Rucksack, also das könnte man da jetzt verstecken, tue ich jetzt nicht. Ist es vielleicht gedacht, dass ich diesen Rucksack hier mit dem hier an einen anderen Rucksack drauf, pop. Was ist so als Zusatzfach? Oder ist das für Handgepäck oder damit es schmäler ist? Auf jeden Fall finde ich es cool. Ja, ich muss sagen, irgendwie wird mir diese Marke sympathisch. Nein, also ich habe jetzt noch keine Idee, wofür ich das wirklich konkret brauchen könnte. Aber vielleicht fällt mir noch was ein dazu. Also mir taugt das. Kennst du Minecraft? Was ist da deine Meinung? Hast du diesen, glaube ich, Katana oder Katania oder sowas? Ich gebe da unten den Link, wo du das Teil kaufen kannst. Ja. Warte mal kurz. Zack, bumm, ja. Und baust du hier ein. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Hast du da schon eine Idee? Schau dir das an, würde mich irrsinnig interessieren. Das Teil gibt es bei Tools for Gents. Ja. Die Burschen haben viele, viele Vanquest-Produkte und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da noch mehr ausprobieren will. Dann hier gibt es auch noch die Möglichkeit, ich glaube, das ist auch genau für dieses Trink,
Dingsbums dazu. Dann der Gurt, dieser Gurt, der hat da diese Molle Schlaufen, das heißt, dass man da jetzt zum Beispiel Ausrüstung an- und einbringen kann. Also irgendwie ist das auch cool. Das ist wirklich cool. Ich habe den Preis noch nicht gesehen. Schreibe ihn mir bitte als Kommentar rein, das würde mich irrsinnig interessieren. Ich habe wirklich noch nicht nachgeschaut, ernsthaft nicht, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Ding einiges kostet. So, wenn du eine Meinung dazu hast, wenn du schon Erfahrung hast, dann lass mich das wissen. Was hältst du davon? Wie siehst du das? Wo sind die Vor- und Nachteile bei diesem Produkt? Und ich werde einen Langzeittest machen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Wenn du meine Arbeit unterstützen willst, zum Biber, Feuerstahlhalter, Irbis, unsere Halterungen, die wir für Messe haben, dann sage ich auch danke und es hat mich gefreut. Dein Arne Osman und ciao, ciao.